War schon eine heftige Niederlage. Aber muss man wieder aufstehen. Ich denke, jeder Sportler hat schon mal auf die Fresse bekommen. Und da hilft es nicht, groß drum zu trauern. Ja, hat gesehen, dass die Hertha Entschlossenheit an den Tag gelegt hat. Die waren froh, dass sie wieder in der ersten Bundesliga sind. So euphorisch haben sie dann auch vor heimischem Publikum gespielt. Wir haben sehr viele Zweikämpfe, entscheidende Zweikämpfe verloren, was uns nicht passieren darf. Und ja, das gilt es jetzt aufzuarbeiten und dann gegen die Bayern besser zu machen. Ja, wir haben, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wir haben zu den schlechtesten Zeitpunkten die Fehler gemacht. Die haben sie ausgenutzt zu Toren. Wir sind nicht umsonst in die Bundesliga aufgestiegen. Wir haben die Stürme, wir haben die Qualität vorne und so kriegen wir 6 Dinger. Man sagt ja immer, ja, aber gegen Bayern hat man nichts zu verlieren, aber wir haben trotzdem 3 Punkte zu verlieren gegen Bayern. Wir spielen zu Hause, wir haben es letztes Jahr in beiden Spielen recht gut gemacht. Da waren wir vor allem hier zu Hause auch an einem Unentschieden oder an einem Sieg vielleicht sogar, sind wir dran vorbeigeschrammt. Aber wie gesagt, wir haben da weder Angst noch Respekt. Klar haben wir Respekt vor, aber alles andere wär fatal, wenn wir uns da jetzt schon in die Hose machen würden. Sicherlich haben wir jetzt eine riesengroße Möglichkeit, die Niederlage in Berlin sehr schnell vergessen zu machen. Und die wollen und müssen wir vor heimischem Publikum auf jeden Fall nutzen.